Aber ich will, Ahnung, auch, ich will auch keine anderen Städte haben. Gut, wenn du ihn eroberst, musst du eh die Städte nehmen, ne? Ich habe ja eine Stadt erobert, das ist jetzt okay. Die werde ich auch behalten. Jetzt kann ich erstmal wieder schön weiterbauen und produzieren. Du kannst. Ja, ich danke dir schon mal für deine Unterstützung. Vielen lieben Dank. Soll ich sie stehen lassen oder? Du kannst ruhig mitnehmen. Ich glaube, ich habe mich jetzt soweit gefestigt. Na dann fahre ich sie gleich weg. So. Mein Freund und Kupferstecher. Damit hast du nicht gerechnet. Der Underdog kommt. Genau. Dreizehn Runden dauert der Weg nach Hause. Wow. Ach, oh Gott, wo waren das jetzt mit den Agenten? Da musst du irgendwas für erforschen. Ich muss auch jedes Mal wieder neu suchen. Ich habe das sonst immer recht schnell gefunden, aber dieses Mal... Das war's nicht. Was war denn das? Das war's nicht. Kommunikation. Kommandozentrale? Nee. Übertragungszentrale? Nee. Nutzfeld. Was? Ach, Member. Oh, cool. Computerwesen ist das. Direkt unter dem Habitat. Hab ich schon. Ah, ich muss erstmal die Agenten. Ich glaube, ich muss erstmal die Spionageagentur bauen, bevor ich irgendwas anderes mache. Ja, genau. Das wäre ein Anfang. Titan. So, welche Einheit brauche ich jetzt eigentlich Titan? Da war irgendwas. Irgendeine Einheit brauchte dann Titan. Finde ich auch nicht mehr. Wer braucht Schwebekristall? Schwebedürgedöns. Bin ich blöd? Bionik, Institut, Biobrunnen. Ach da. Der Kampfanzug braucht Titan. Das ist doch eine ganz späte Einheit, oder? So. Oh fuck, mein einziger Freund und mein größter Gegner kooperieren jetzt. Mist. Oha. Ich schenke dir gerne eine Einheit oder zwei. Nee, die machen ja noch nichts. So, wenn ich mit der Einheit... Wie lange bräuchte ich denn? 19 Runden, um da hinzukommen. Dann kann ich hier noch weiter entdecken. Das ist mir jetzt wurscht. Zack, ab durch das Gebiet. Vielleicht soll ich ja langsam mal diese Sachen hier erforschen, um die Städte zu verstärken. Weißt du noch, was das war? Hier Ballistik. Raketenbatterie. Ballistik, da gibt es noch mehrere, nicht nur die Ballistik. Ich hätte hier an dich. Ah, Tuckjet. Aha. Ich baue jetzt erstmal nebenbei die Ballistik. Noch ein Alien-Nest. Mein lieber Schwan. Mein lieber Schwarm. Vor allen Dingen Schwarm. Oh nein. Er stellt eine Armee direkt vor meine neue Stadt. Oh oh. Das hatten wir bei den Brasilianern doch auch, ne? Bei der einen Runde. Wie gesagt, hab ich ja hier auch vorhin erlebt. Ich meine, er hat dann zwar sein blaues Wunder erlebt, aber dennoch. Ja, die Stadt, wo er hingeht, die ist leider voll weit entfernt. Ja. Wo genau bist du nochmal? Du hast Central, ne? Central ist deins? Ja. Warte mal, ich schick dir jetzt mal. Oh, das sind. Mandira gehört nicht dir, ne? Nee. Nein. Schick mal jetzt mal eine Einheit los, die schenke ich dir schon mal. Also, ich habe hier vier Einheiten stehen bei der Stadt. Also wenn er angreift, tut ihnen das bestimmt weh. Und ich habe ja schon damit gerechnet, dass er kommt, deswegen habe ich schon was hingestellt. Ah, die Biester wollen kuscheln, diese blöden Aliens. Oh, sehr gut, bald kann ich Biobrunnen bauen. Biobrunnen mit Biowasser. Die geben plus 1 Gesundheit. Wie? Also, die sind echt gut.
Da komme ich nicht mehr lebend raus, nicht da. Der Afrikaner ist eigentlich überall unterwegs, so wie es hier gerade aussieht. Sogar im Norden, Mitte. Das macht er nicht. So, was baue ich denn mal hier? Oh, ein Moment. Moment. Ja. Hallo? So eine Klinik, ja. Ja, vielen Dank für die Glückwünsche. Dankeschön. Ja, die hat geschmeckt. Danke. Ja, okay, machen wir weiter. Ich baue jetzt hier eine Reliquie, damit die Grenzen sich besser ausbreiten. Und jetzt kommen wir auf Skalan warten, der hat mich nicht gedrückt. Ja, und das gute Voice Activation. Deswegen spiele ich immer mit Push to Talk. Da kann ich reden, wie ich will, solange ich den Knopf nicht drücke, hört ihr das nicht. Und das Skalan auch nicht. Hat schon seine Vorteile. So, ich bin echt gespannt, ob der mich hier angreift von Magan aus. Aber jetzt hat er eigentlich alle abgezogen, bis auf das eine Kampffahrzeug. Und da oben fährt er auch mit dem Kampffahrzeug rum. Bei Kampfkaskade. Cascade. Also was habe ich denn hier? Ich habe hier einen Marine. In der Stadt steht noch ein Marine. Da ist ein Fahrzeug. Okay, doch nur drei Einheiten. Egal. Es wird schon passen. Oh geil, ich habe einen Geobrunnen hier. Geothermaler Brunnen. Das ist schon mal was Tolles. Ja, lieber Skanahan. Könnte ich eigentlich auch mal eben hier die Zeit nutzen und mal die ganzen Menüs angucken? Mhm. Hier sehe ich, was gerade gebaut wird in meinen Städten. Was haben wir denn noch alles für Menüs? Technologienetz, achso, das ist das. Militärübersicht. Zeigt mir an, was ich alles in Einheiten habe und was sie gerade machen. Auch sehr schön. Handelswegübersicht, das ist cool. Das ist übrigens bescheuert, dass sie alle x Runden ihren Handelsweg aufgeben und man neu machen muss. Das stört ein bisschen. Ich hoffe, das wird irgendwann weggepatcht. Benachrichtigungslog, okay. Wunderschön. Quests und Siege, zensiert. Betraut Exoten, bauen sie ein Xenoschutzgebiet. Ja, das kriege ich auch hin. Kann ich das überhaupt schon bauen? Ist wieder alles dran gesetzt. Oh! Das Ding, da ist er ja wieder. Ja, entschuldigt es, war mein Patenonkel. Er hat mir gerade noch zum Geburtstag gratuliert. So, ich darf mir eine freie Technik aussuchen. Was nehme ich denn mal? Oh, die optische Chirurgie. Auglasern. Das gibt den Crawler. Das gibt das doch. Die LMW-Anlage. Und da gibt es zum LEV-Panzer. Aber. Die Dinger sind ziemlich cool. Ja, ich muss mal jetzt was nehmen. Ich muss auch mal in andere Bereiche wieder reingehen. Militär brauchst du eigentlich nicht, oder? Du hast ja jetzt genug, du hast gewonnen. Ich gehe mal ins Gendesign. Gendesign ist immer gut. Ja, finde ich auch. Gendesign, also, ich bin immer gern gegähnt. Raketenfahrzeug. So, du kannst hier wird erstmal repariert. So, da seht ihr, ich kann mir schon den Gengarten bauen. Benötigte Reinheitsstufe 2 habe ich sogar. Die Klonfabrik kann ich noch nicht bauen. Aber ich baue mir mal vielleicht jetzt mal das Panoptikum. Ein Wunder? Ja. Ja, das hätten wir. Haben wir noch offene Grenzen? Ja, ne? Müssten wir noch haben. Ansonsten machen wir auch noch. Also ich habe jetzt noch keine gegenteilige Nachricht bekommen, wo ist ja, eigentlich meine Raketeneinheit? Ach, da fliegt sie. Da läuft sie. Fährt. Was macht sie denn jetzt? Sie fährt. Okay.
Da sind Korallen. Ah, ich hab Franzosen gefunden. Hier oben wohnt er also. Schick ihm einen trojanischen Frosch. Frösche. Ach, heute kam übrigens der Letter from the Chairman für 59 Millionen raus. Hab ich schon gelesen. Hat denselben Scheiß wie immer geschrieben. Hast du gewotet? Ich hab nicht gewotet, ich vote auch gar nicht mehr. Geht eh wieder nur um irgendwelche blöden Schiffe. Ja, so langsam stört es. Ja, leider. Aber ich muss sagen, die Konzepte klingen wirklich gut. Also die Ideen sind auch toll, aber ich will nicht andauernd wieder neue Schiffe haben. Ich möchte auch endlich mal... Ja, ich möchte auch endlich mal ein anderes Modul haben. Kommt doch Anfang des Jahres, das FPS-Modul. Ja, das sollte ja jetzt schon kommen. Ja. Ich möchte auch nicht die... An den Schiffen arbeitet. Es gibt ja, das ist klar, aber trotzdem, ich habe das Gefühl, es wird vieles herausgezögert, damit er mehr Schiffe verkaufen kann. Na klar, das ist wirklich so. Und das stört mich. Ich möchte auch gerne nächstes Jahr schon die ersten Missionen von Squadron 42 spielen, aber nee, 2016. Vielleicht. Vielleicht, und das FPS-Modul interessiert mich gar nicht. Das gehört aber auch dazu. Ja, es gehört dazu, aber... Dann wirst du gebordet und dann musst du dich von deinem Captain-Stuhl leider mal runterbegeben und musst deinen Laser zücken. Ja, das mache ich dann, wenn es soweit ist, aber nicht in einem extra Modul. Da kann ich auch Unreal Tournament spielen nochmal oder sonst was. Es geht ums Testen. Ja, habe ich aber keine Lust drauf. Ja, du musst ja nicht runterladen. So, wo gehe ich denn jetzt mal rein? In die Genetik? Die Genethik. Das ist die Kommunikation. Mechatronik würde mir die optische Chirurgie erlauben. Eigentlich die Fabrikation? Ich weiß es nicht. Ich gehe mal in die Alien-Genetik. Aliens. Ich habe die Bionik entdeckt. Sie haben die Bionik entdeckt. Sehr gut. Tata. Da bist du jetzt der 10 Millionen Dollar Mann, oder? Wie viele Millionen waren das? Das war, glaube ich, der 9 Millionen Dollar Mann, oder? War das nicht 10? Es gab auf jeden Fall davon mal eine Zeichentrickserie. Oh, die würde ich gerne nochmal schauen. Ich kenne nur das mit dem. Mit der richtigen Serie, mit diesen coolen Geräuschen. Dieses. Wenn irgendwas gemacht hat immer. Fuck Aliens. Totale Niederlage. Fuck you, was ist das? Wolfskiefer, weg hier. Wenn du Geld brauchst, ich kann jetzt auch wieder ein bisschen was zurückgeben. Na, im Moment habe ich zwar minus 10 pro Runde, aber das wird sich bald ändern. Komm, wo ist er? So, ich bin mal gespannt. Waffenruhe noch für eine Runde. Der wird ja so schnell keinen Krieg mehr erklären. Nee, das glaube ich auch nicht. Verdammt, jetzt kann ich aber auch nichts mehr ein... Doch, jetzt geht's. Ha. Zack, zack. Moment, kann ich jetzt diese Viecher bauen? Sie haben einen Vorschlag. Ein Glück. So, was erforsche ich denn jetzt mal? Was brauche ich denn ganz dringend? Bessere Stadtverteidigung, so. Ein Verteidigungsring klingt gut. Das mache ich jetzt. Verteidige dich, verteidige dich, verteidige dich. So, das ist unsere letzte Runde. Das bedeutet, da müssen wir aufhören. Ja, aufhören. Ja, gut. Ah, jetzt sind die offenen Grenzen beendet. Ah, ja. Saira hat gerade ein Satellit gestartet. Ja, dann war doch mal auch actionreich. Da gab es halt mal ein paar bisschen Action bei mir. Boah, mit dir. Ja, aber immerhin. Ne? Fuck, ja, die sieht man von meiner Stadt. Und dann sieht man, wie das so die Punkteliste gar nicht so entscheidend ist. Ich meine, der Brasilianer war recht weit oben und ich habe trotzdem seine Stadt dann... eingenommen. Ja. Was ist mit denen? Warum sind die alle beschädigt? Achso, das sind die, die von oben kamen. Sind endlich angekommen. So, klick, klick und das war's. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Ja, ich bedanke mich auch.
dann freut euch auf die nächsten Episoden. Wahrscheinlich auch wieder mit Action. Yeah. Yeah. Alles klar. Bis dann. Tschüss. Liebe Zuschauer, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch sehr gefallen, was ihr gesehen habt. Hinterlasst uns gerne ein Abo. Wir würden uns bedanken. Und bei Anregungen und Fragen schreibt bitte in die Kommentare, was ihr wollt. Wir lesen alles und wir antworten aufs Gute. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal und schaltet wieder ein. Bis dann. Tschüss.